Im Rahmen fürs CLC 13 ist mein Gast heute Frau Inga Wiele, Mutter von drei Kindern, interne Beraterin und Innovationscoach bei SAP, sitzt für die christliche Gewerkschaft Metall im SAP-Aufsichtsrat, ist Unternehmerin, Zitat, wir helfen unseren Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor, neue und bessere Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Strategien zu entwickeln. Sie sorgt sich mit mehr Zeit und Company um neue Köpfe in Eiderstedt und Nordfriesland und ist Expertin für Design Thinking. Dazu will sie eine Session beim CLC 13 gestalten. Meine erste Frage ist, Frau Wiele, was machen Sie eigentlich nachmittags? Ich habe meine Zeit sehr flexibel eingeteilt. Also, wie Sie festgestellt haben, habe ich ja sehr viele verschiedene Rollen. Und an drei Tagen in der Woche bin ich fest bei der SAP. Und an den anderen vier Tagen kümmere ich mich nachmittags um meine Familie. Kann ich nur staunen, applaudieren. Kommen wir mal zu dem Thema Design Thinking. Erste Frage wäre für alle die, die nur nicht wissen, was es ist. Was ist eigentlich Design Thinking? Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Wenn Sie das im Softwareumfeld bei SAP fragen, dann wird man Ihnen sagen, dass es eine neue Arbeitsweise ist, die dazu beiträgt, bessere Produkte zu entwickeln, und zwar dadurch, dass man Empathie für die Anwender entwickelt, also mehr Empathie als früher, dass man bewusst nachfragt und dass man dann durch schnelle Prototypen sehr früh Feedback sammelt von Kunden. Wenn Sie mich jetzt nochmal so privat sagen, würde ich sagen, als Unternehmerin ist es der designerische Aspekt im unternehmerischen Denken. Also unternehmerisches Denken umfasst ja zum einen den Geschäftssinn, also ob ein Unternehmen profitabel ist, aber auch ein technisches Wissen, wie man Produkte herstellt oder wie man Prozesse gestaltet. Aber es gehört eben auch der designerische Aspekt dazu, dass man Produkte anbietet, die für Kunden wirklich attraktiv sind. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt im Design Thinking. Design Thinking ist ja vor allem über Potsdam und SAP auch in Deutschland bekannt geworden. Ist eigentlich Design Thinking eine deutsche Erfindung? Nein. Oder jein. Also wenn Sie jetzt einen Hasso Plattner fragen, der sich ja sehr stark auch bei SAP dafür einsetzt, der würde natürlich sagen, er hat immer so gearbeitet. Und das ist auch wieder der unternehmerische Aspekt. Produktisiert, wenn man das so sagen darf, wurde das Thema Design Thinking in den USA. Ist entstanden aus Kooperationen, die Apple sehr stark mit verschiedenen Beratern der Firma IDEO hatte. Und die Firma IDEO hat das Thema eigentlich auch bekannt gemacht. Tim Brown ist einer der Vordenker dort. Und über den Tim Brown und einen Artikel von Tim Brown im Harvard Business Review ist auch der Hasso Plattner auf das Thema aufmerksam geworden und hat sich dann sowohl in Stanford als auch in Potsdam am HPI dafür eingesetzt, dass dort sogenannte D-Schools entstanden sind. Also dann wieder auf deutsche Initiative. Und diese D-Schools verbreiten sich jetzt über die ganze Welt und verbreiten eben das Thema Design Thinking weltweit im Augenblick. Angenommen, ich bin Unternehmer und würde der D-School Kontakt aufnehmen. Wie würde denn eine Design Thinking Beratung oder so ein Prozess aussehen? Also vermutlich würden die zunächst mit Ihnen so eine kurze Einführungssession machen, eine Stunde, bevor sie Ihnen überhaupt was erklären, denn man kann das Thema nicht gut erklären. Also sehr abstrakt in der Erklärung, es hört sich dann oft auch relativ sehr stark seriös an und man muss es einfach mal kennenlernen. Und es gibt eben eine einstündige Standardübung, mit der sehr häufig dann der Einstieg gemacht wird und nach der die Leute wirklich verstehen, worum es bei dem Thema geht. Und vermutlich würde die D-School diesen Ansatz wählen, um einen schnellen Zugang zum Thema zu ermöglichen. Gibt es ein Beispiel, ein anschauliches Beispiel für den Erfolg von Design Thinking? Ja, gibt es verschiedene. Also es gibt aus dem Software- und Computerbereich, ich weiß nicht, ob die das als Design Thinking bezeichnet hätten, aber es ist sicher in so einem Prozess entstanden, zum Beispiel die erste Computermaus. Es gibt aus dem Haushaltsbereich ein ganz tolles Beispiel, das bei mir zu Hause in der Schublade liegt, und zwar ein Eisproportionierer, der relativ dick ist,
dadurch Wärme speichert stärker in seinem Metall und es mir durch seinen auch sehr stark greifbaren Griff ermöglicht, ganz leicht durch eine harte Eisschicht durchzukommen, zum Beispiel, also durch so ein Speiseeis. Habe ich vor kurzem gelernt, ist eine IDEO-Erfindung dieser Eisportionierer. Es gibt bei der SAP sehr viele Beispiele im Softwarebereich mittlerweile. Zum Beispiel ein Travel Management, das wir mit der Methode entwickelt haben, das jetzt am Markt eingeführt wird. Ja, man könnte wahrscheinlich weitere nennen. Der Zoo in Hannover ist das Resultat von einem Design Thinking Beispiel oder von einer Design Thinking Arbeitsweise. Und auf das CLC bezogen, wie könnte man Design Thinking in Lern- und Lehrszenarios einsetzen? Das Design Thinking eignet sich sehr gut, um Probleme zunächst mal zu analysieren. Also es ist ein problemorientierter Ansatz, bei dem zunächst mal relativ viel Zeit drauf verwendet wird, ein Problem wirklich zu verstehen. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ein solches Problem sein könnte, warum zum Beispiel E-Learning immer noch eine relativ geringe Akzeptanz bei Anwendern findet. Dass man zunächst mal versucht zu ergründen, was sind die Vorbehalte, welche Erwartungen werden aus verschiedenen Zielgruppen an E-Learnings zum Beispiel herangetragen, um dann zunächst mal herauszufinden, wo liegt überhaupt die Problematik, wo sind die Erwartungshaltungen der Anbieter, wo sind die Erwartungshaltungen der Anwender. Einfach dadurch, dass sie ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenbringen, dass sie auch mal erlauben, ohne Restriktionen zu denken, also auch mal wilde Ideen anzudenken, dass sie einfach mal was bauen, dass sie gar nicht nur in Worten beschreiben, sondern dass sie mal als Team einfach mal was anfangen zu bauen. Ein ganz wildes Gebilde, einen Prototypen, der diese verschiedenen Ideen mal greifbar macht. Und mit diesem Prototypen gehen sie wieder zurück zu den Anwendern, sprechen mit denen, haben wir sie richtig verstanden, würde das näher kommen, wäre das, was ihnen gefällt, wo sie einen stärkeren Anreiz haben, das zu nutzen. Und so nähern sie sich immer mehr, zum einen dem Anwender, aber auch im Team, einem gemeinsamen Verständnis, wo sie hingehen wollen. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen Design Thinking und Brainstorming? Und gibt es im Design Thinking eine bestimmte Struktur, der man folgt? Also Brainstorming kann ein Aspekt von oder eine Methode von Design Thinking sein. Wir nutzen es relativ häufig, um am Anfang zum Beispiel mal alle Leute abzuholen. Das heißt, wenn Sie jetzt in einen Raum gehen und Sie haben ein gemeinsames Thema, dann werden Sie relativ häufig zu dem Punkt kommen, dass die Gruppe sagt, ja, wir haben es verstanden und wir wissen, was zu tun ist. Wenn Sie die Leute dann aber mal bewusst aufschreiben lassen, was sie denn denken, was zu tun sei, dann werden sie zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es ist aber wichtig, dass sie eben genau diese verschiedenen Perspektiven sammeln und damit der Gruppe erlauben, die Perspektiven der anderen Involvierten auch kennenzulernen, was in der Praxis ja häufig nicht gemacht wird. Sondern dann rennen die Leute los. Es gibt ein ganz lustiges Video von Monty Python, das heißt Running in Different Directions. Da stehen alle am gleichen Startpunkt. Und man würde auch davon ausgehen, dass alle, wenn der Startschuss fällt, nach vorne rennen. Das passiert aber nicht. Einer tritt auf der Stelle, einer rennt nach vorne, einer rennt nach hinten und es entsteht ein riesiges Gewimmel. Und genau das erleben wir häufig als Problem. Dann denken alle, sie stehen an derselben Startlinie und wollen aufs selbe Ziel hin, aber es steht eben keine Einigkeit. Und das machen sie im Design Thinking sehr stark, durch Brainstorming zum Beispiel stehen. Aber Brainstorming ist eigentlich nur ein kleiner Teilbereich. Es wird ja heute gleichgesetzt, auch Kreativitätsmethoden haben gleichgesetzt. Aber eigentlich ist es im Design Thinking so, dass sie verschiedene Prozessphasen durchlaufen. Die sind bedingt alle linear zu durchlaufen. Man geht auch mal wieder sehr stark zurück, iteriert, um dann sich immer stärker der Problemlösung zu nähern. Wo kann ich eigentlich Design Thinking lernen? Wie kann man das lernen? Welche Voraussetzungen sind nötig? Und vor allem, wie lange dauert das? Also die Dauer, würde ich mal sagen, die ist bei jedem unterschiedlich. Es gibt Naturtalente, die
ich habe vor kurzem mit einem relativ bekannten Verleger im E-Learning-Bereich darüber gesprochen und habe gesagt, ich habe den Eindruck, sie können es überhaupt nicht verstehen, weil das für sie ganz normal ist, so zu arbeiten. Also es gibt Leute, die arbeiten intuitiv so, und wenn die Methode kennenlernen, ist denen vollkommen unklar, warum irgendjemand lernen müsste. Sie können das lernen, Sie haben es vorher selber erwähnt, am HPI in Potsdam zum Beispiel, aber es gibt mittlerweile auch einige Beratungsunternehmen, die Workshops, Trainings anbieten, Zeitraum geben. Also meine eigene Firma bietet zum Beispiel auch Trainings in dem Bereich an. Die Dauer ist wirklich unterschiedlich. Manche Leute bestehen nach einer Woche, worum es handelt. Wobei man wirklich sagen muss, um jetzt ein Team zu begleiten zu können, ist es ganz gut, mal ein Projekt so in so einer Art Supervision aufzulaufen, um auch immer wieder neue Anregungen zu bekommen und um wirklich sicherzustellen, dass sie auch wirklich die Methode verstanden haben. Vor allem nicht sofort auf eine Problemlösung hinzudenken, sondern erst auf das Problemverständnis und eben die Ideen zurückzuhalten bis zu dem Punkt, wo sie wirklich so weit sind, dass sie das Problem verstanden haben und dann auch eben die richtigen Ideen einbringen. Wenn jetzt jemand am CLC 13 Ihren Workshop besucht, kann er dann hinterher schon mal in-house einen Design Thinking Kurs starten? Er kann zumindest diese standardisierte Übung, das ist nämlich genau die, von der ich auch vermute, dass das HPI damit einsteigen würde, bei sich im Unternehmen anwenden. Und dort wird einmal innerhalb von einer Stunde der Design Thinking Prozess komplett durchlaufen, zum Teil sogar mit kleinen Iterationen. Man fängt an mit Interviews und endet am Schluss mit einem kleinen Prototypen. Und genau dieses Beispiel gibt es gut angeleitet und kann jeder im Unternehmen relativ schnell einsetzen. Frau Wiele, ich bin sicher, Sie werden bei Ihrem Workshop viele, viele Gäste haben. Ich bedanke mich für das Interview und noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls.